Was man in Asien oft hat, ist, dass 4 eine Unglückszahl ist und deshalb ist 4 hier durch F ersetzt. Also sieht das quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt hier aus dem Hotel raus. Also unser Hotel ist da hinten irgendwo. Wie ihr seht, Straßen in Seoul sind manchmal so ein bisschen für deutsche Verhältnisse chaotisch und haben so lustige Kabel hier überall hängen. Wir gehen jetzt erstmal zu Starbucks und dann keine Ahnung wohin. So, hier bei Starbucks funktioniert das so, dass man bestellt und dann hat man diese Nummer hier. Und die wird dann aufgerufen auf Koreanisch. Und dann wisst ihr halt, dass das eure Bestellung ist. Finde ich ja irgendwie praktischer als bei uns, aber man muss dazu halt ja, wissen, wie das auf Koreanisch ausgesprochen wird, die Nummer hier. Und Bonus, wer kann es entziffern, was wir hier bestellt haben? So, wir sind jetzt hier gerade am Namsan, das ist so eine Erhebung in Seoul, so ein Berg. Und ups, hinter mir könnt ihr die ganzen Hochhäuser sehen. Das sind quasi, das ist da, das ist so Myeongdong, die Ecke, wo halt auch ganz viele von den Einkaufszentren sind. Ich glaube, da hier ist Shinsegae, eines der teuersten Einkaufszentren Koreas. Und jo, wir gehen jetzt hier so ein bisschen rum. Hier gibt es einen tollen Weg, den man einfach so langlaufen kann, wo auch ganz viele Koreaner gerade sind, mich anstarren. So, wir haben jetzt gerade hier einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, was ich irgendwie total erstaunlich finde. Ich sitze hier gerade vor so einer Laterne und da ist halt so ein Modul drauf und da steht LTE und ich dachte so. Das heißt aber nicht, dass hier jetzt WLAN angeboten wird, also quasi über Mobilfunknetz. Und hier ist WLAN an einer Laterne im Park. Wie geil ist Korea, bitteschön. Das hat man in Deutschland ja so gar nicht, wo wir halt auch kein WLAN haben, aber hier ist überall WLAN. Irgendwie wirklich an jedem Mülleimer hast du WLAN. Kommt mir ganz gelegen, weil ich halt keine koreanische SIM-Karte habe. Und meiner deutschen SIM-Karte kostet es 4,32 € eine Minute nach Deutschland zu telefonieren. Und das mache ich nicht. Also kann ich kann mal ausrechnen, wie teuer dann das Internet wäre. Ne? Mir ist auch vorhin aufgefallen, dass es hier die Koreaner schreiben mit einem eigenen Alphabet, das Hangul heißt. Und bis in die 70er wurden halt noch relativ viele chinesische Schriftzeichen benutzt und die sieht man halt immer noch so hier und da. Und ich dachte nur so, einige erkenne ich halt, wenn ich die gelernt habe, und andere denke ich nur so, keine Ahnung. Und jetzt bin ich auf jeden Fall bestrebt, noch mehr von den chinesischen Zeichen zu lernen. Aber es ist halt nicht so, dass ich auch irgendwie, ups, fliege, dass ich irgendwie jedes, alles verstehe, was hier auf Koreanisch steht, bei weitem nicht. Aber so die chinesischen Zeichen kann ich halt so nur sehr unzureichend und da werde ich jetzt noch mehr von lernen. Ansonsten, so sieht unser Rucksack immer aus. Das sind unsere zwei Sporks. Keine Ahnung, warum ich das jetzt mitgenommen habe, meine Grammatik. Der eine Apfel, Funktion und mein Reisepass und eine Powerbank und das Ladekabel zum iPhone. Unser toller 1,20 Euro Apfel. Umgerechnet, glaube ich, so ungefähr. So sieht jetzt übrigens in einem koreanischen Park eine normale Toilette aus und vergleicht das mal bitte mit Deutschland. So, meine koreanischen Pros, habe ich das richtig übersetzt? Nationaltheater, Parkplatz, Richtung oder Weg zu. Super schöne Aussicht direkt hinterm Klo. Wobei dieses Schiller-Hotel, das verdeckt so ein bisschen was, aber man sieht halt voll gut, dass die Stadt voll von Bergen umgeben ist und dass es halt immer so eine Talstruktur hat. Und immer in diesen Tälern dann die ganzen ja, Häuser sind, aber manchmal wachsen die auch auf dem Berg drauf. So wie da. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hinten ist so ein Zipfel. Und das ist der neue, ich glaube, das Ding heißt Lotte Tower. Das ist jetzt das höchste Gebäude Koreas mit so einer Aussichtsplattform und die kostet irgendwie 20 Euro. Und deshalb weiß ich halt nicht, ob ich das jetzt wirklich machen würde. Was auch voll lustig ist, wir sind halt gerade so einen Berg hochgegangen und da war so ein
Aufräumtrupp. Und da ist rechts und links immer so ein Wasserlauf am Weg entlang. Und dann standen die da mit Gummistiefeln drin und so einem Besen und haben die Steine geputzt. Und dann dachte ich mir so, wie man hier mit dem öffentlichen Raum einfach umgeht, dass das hier quasi alles so sauber gehalten wird und so modern ist. Und in Deutschland lassen wir irgendwie alles verrotten und nennen dann, wenn ein See umkippt oder so, weil sich keiner darum kümmert, nennen wir das ein Biotop. Ja, das gefällt uns beiden total gut hier. Oder Mama? Ja, das ist wunderschön. Ja. Ist echt so, die sterben dann alle. Ja, das ist gut, das würde ich aber, also selbst wenn ich nicht vegan wäre, würde ich aus dem See nie im Leben Fisch essen. Wie gesagt, und es stinkt. Boah ja, und hier halt gar nicht, hier ist alles so sauber und es riecht gut und es ist sauber. Ja. Ja, ne? Dass man drunter versteht. Also wir sind gerade in Gangnam und dieses Ding heißt Bierterrasse. Jetzt bei Toyx Mall. Das ist das größte Untergrundeinkaufszentrum der Welt und ich möchte mir das echt mal anschauen, wie groß das ist. Ich habe mir nur entdeckt, dass keine Ahnung, ob das jetzt hier die ganzen westlichen Läden sind, weil es gibt ja bei uns Gap, den Laden, also GAP. Und hier vor mir sehe ich gerade einen Laden namens Lab, LAP. Und das ist mit der gleichen Schriftart, also das ist sowas von ein Fake. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was die da drin jetzt so haben. Ich nehme euch mal mit. Also, das ist so ziemlich die krasseste Bücherei-Buchhandlung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Hier ist noch so ein Ding, wo ganz viele Ländernamen und ganz viele Zahlen draufstehen. Also wir waren da gerade in dem Einkaufszentrum, das war ein so krasses Einkaufszentrum, das ist so groß. Wir waren da sogar in so einem Hyundai-Laden drin. Und da war so eine riesige Lebensmittelabteilung und da waren halt auch so Weintrauben für 20 Euro und sowas. Und da war ein, da waren so Kekse, so American Chocolate Chip Cookies, 200 Gramm für 6 Euro. Also halt alles extrem teuer einfach. Und wir gehen jetzt mal hier rum. Hier soll so eine Gangnam-Style-Statue irgendwo sein. Ich sehe die jetzt noch nicht, aber die ist wohl hier irgendwo. Und hinter mir ist dieses Teil. Es gibt inzwischen übrigens natürlich ein Denkmal für Gangnam-Style hier in Seoul. So, meine Mutter hat jetzt ein Jahr lang geübt und kann nicht mit Stäbchen essen. Nicht geübt, ein Jahr. Finde ich voll super. So, das war ziemlich lecker und ging auch vom Preis her. Ich glaube, wir haben jetzt 17.500 Won bezahlt, also so 17 Euro. Und es fängt an zu regnen. Und wir gehen jetzt Instant Kaffee kaufen. Oder gehen nochmal zu Starbucks. Ja. Je nachdem. Boah, das leuchtet so stark, das meine ich. So, wir gehen jetzt wieder zum Hotel. Wir waren gerade tatsächlich nochmal bei Starbucks. Und wir haben ausgerechnet, dass es tatsächlich billiger ist, als wir dachten. Weil ich halt immer mit einem Umrechnungskurs von 1 zu 1.000 gerechnet habe. So einfach, weil es halt einfacher ist. Aber jetzt im Endeffekt war es halt gar nicht so krass. Ich habe nämlich einmal mit Kreditkarte bezahlt und dann kriegt man ja eine komplette Abrechnung und da steht auch der Wechselkurs drauf und sowas. Und ich habe jetzt wir haben für 9.200 Won bezahlt und haben 7,68 Euro bezahlt, stand jedenfalls auf der Abrechnung. Dementsprechend ist das halt doch nicht so extrem, wie ich dachte, aber natürlich schon extrem, quasi dreimal am Tag einfach 7,70 Euro für gemahlene Bohnen mit Sojamilch auszugeben.
Aber wir haben nämlich gerade geguckt, ob es so löslichen Kaffee gibt, und der war so teuer, also wenn man nicht gerade das Zeug kauft, was halt schon mit Milch und Zucker und so gemischt ist, dann zahlt man einfach für so ein Ding 9000 Won für den Instant-Kaffee-Mama. War der 9000 Won? Ja. Ja. Ja, 9000, ja. Ja, 9000, ja, ja, 9000 Won, genau. Und ja, das ist dann für nur Kaffee halt irgendwie zu wenig, obwohl Kaffee bei Starbucks 4100 Won kostet. Und ich habe den sogar vorhin mal für 4800 Won gesehen in einem anderen Café. Also dafür, dass es hier einfach überall Starbucks gibt. Wir laufen gerade einfach irgendeine Straße lang gerade und hier ist schon wieder Starbucks. Ist es dann doch ziemlich teuer. Jedenfalls was anderes Spannendes, weil wir jetzt nicht mehr machen. Wir gehen zum Hotel, es wird gerade sogar ein bisschen kalt. Und wir haben beide halt kein langes T-Shirt mit oder so. Ich habe das überhaupt nicht mitgenommen, meine Mutter hat es im Hotel. Und ja, morgen geht es dann nach Suwon, das ist eine Stadt südlich von hier, ich glaube ungefähr 30 Kilometer. Und da werde ich mich mit einer anderen YouTuberin, die hat unter dem letzten Video auch schon mal kommentiert, treffen, die halt auch wieder so Korea-Videos macht, weil sie ja jetzt für 5 Monate lebt in Daegu, das ist im Südosten des Landes. Mit der werde ich mich treffen, werden wir uns treffen, und ja, wird bestimmt voll spannend. Also, bis morgen!